Shalom und Gottes Segen zusammen, willkommen zu einem weiteren Video, in dem wir uns heute einmal mit dem Gedankengut der Luziferianer auseinandersetzen wollen, also jene Menschen, die nicht an Gott glauben, sondern eher Luzifer verehren, was nichts anderes ist als Satan der Teufel, und was sie auch über Jesus denken und glauben und was sie auch über die Endzeit denken und lehren, das wollen wir uns heute unter anderem anhand des Beispiels des Ex-New Agers und Ex-Okkultisten Roger Monod einmal anschauen, was er in seinem Interview namens Eine Reise ins Übernatürliche des Jahres 1982 zu sagen hatte. Und angefangen hat er mit einer Aussage unter anderem, dass er, nämlich ein damaliger Logenbruder, sagte, dass die angeblichen Geister der Toten, mit denen wir sprechen, in Wirklichkeit dämonische Geister sind. Es sind gefallene Engel. Und so gibt es auch heutzutage viele Menschen, die Trost suchen bei Wahrsagern oder bei Gedankenlesern oder bei Menschen, die angeblich Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen können. Und das ist etwas, was nicht nur gefährlich ist, sondern laut Bibel auch eindeutig verboten. In der Tora heißt es im 5. Buch Mose, Kapitel 18, Abvers 10, es soll niemand unter dir gefunden werden, der sich an die Toten wendet. Denn diese Toten sind eben keine toten Geister, sondern es sind nichts anderes als dämonische Geister, unreine Geister oder auch gefallene Engel. Auch Jesus sagt in Matthäus 22, Vers 32, Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und wenn irgendjemand einen Gott der Toten anbetet, dann ist das nicht der Gott der Bibel, der das Leben selbst ist. Roger Monod berichtet weiter in seinem Interview. Er, ein damaliger Logenbruder von Roger Monod, erzählt uns, wir beten Geister an. Wir beten Luzifer und alle seine Engel an. Es gab ein Missverständnis im Himmel, in den Galaxien. Unser Meister, Satan, wurde missverstanden und Gott übte mit ihm keine Nachsicht, wie er es heute tut mit den Menschen, die Fehler machen. Also sind wir im Krieg zwischen Gut und Böse. Eine Person glaubt an Gott und die andere Person glaubt an Luzifer. Es ist wie in der Politik. Und in der Tat, wenn man das so liest, könnte es wirklich sein, dass man das Ganze so versteht, Gut gegen Böse, zwei Parteien sozusagen, die eine Partei ist die Partei Gottes, das Licht, die andere Partei ist die Partei des Teufels, die Finsternis, die sich aber selbst oft als Erleuchtete sehen, weil sie ja dem Lichtträger Luzifer folgen, der sie in Wahrheit hinters Licht führt, damit sie das wahre Licht der Welt nicht erkennen, nämlich Jesus Christus, das Licht der Welt. Wir lesen auch hier unter anderem diese Arroganz, dass es ein Missverständnis im Himmel gegeben hätte. Mit anderen Worten, Gott hat einen Fehler gemacht und Satan, den hat man einfach falsch verstanden. Aber wenn jemand Satan falsch verstanden hat, dann oft diejenigen, die ihm folgen, das sind diejenigen, die ihn nicht verstehen bis heute. Komm, und das gilt bei Politikern ebenfalls, da fällt mir zum Beispiel Karl Lauterbach ein. Weiter sagt Roger Monod in seinem Interview des Jahres 1982, der Priester, nämlich dieser okkulten Loge, sagte, lasst uns die Götter anbeten. Die dämonischen Geister werden sich selbst in der Endzeit als Bewohner ferner Planeten anderer Galaxien ausgeben. Man sollte dafür Sorge tragen, dass die Menschen nicht an eine Existenz Satans und seinen Engeln glauben. Man müsste die Menschen davon überzeugen, dass Satan und seine Engel nicht existieren. Denn wenn man diese Existenz ausschließt, dass sowohl Satan als auch seine gefallenen Engel und diese dämonischen Geister nicht existieren, dann finden die Menschen alternative Auslegungen und Lösungen, um gewisse übernatürliche Phänomene zu erklären, die allerdings mit der Wahrheit und mit der Bibel relativ wenig zu tun haben. Und so gibt es auch hier also diesen Plan der Dämonen, die sich verstellen, verkleiden als Bewohner ferner Planeten, als Außerirdische, um die Menschen zu retten, aber in Wahrheit kommen sie, um die Menschen zu verführen. Und wenn die Menschen nicht an Satan und seinen Engel glauben, wie gesagt, dann geben viele Menschen Gott in die Schuld in die Schuhe in die, und erkennen selbst nicht, was sie damit sagen. Denn wenn die Menschen laut Bibel die Gebote Gottes halten würden, würde diese Erde ganz anders aussehen. Deswegen ist nicht Gott dafür schuld, dass wir als Menschheit auf der Erde nicht das umsetzen, was Gottes Wille ist. In der interessanten Dokumentation, die ich jedem nur ans Herz legen kann,
Beware of Angels, A Deadly Lie Has Many Faces aus dem Jahr 2017 heißt es. Geister von Verstorbenen, himmlische Engelwesen, aufgestiegene Meister und Außerirdische treten als wohlwollende, übernatürliche Wesen aus dem Jenseits in Erscheinung. Doch wer sind diese übernatürlichen Besucher? Wenn wir ihnen lange genug zuhören, erkennen wir in ihren Botschaften ein ähnliches Muster. Und genau so, wie dieser Titel heißt, Beware of Angels, also habt Acht vor Engeln, A Deadly Lie Has Many Faces, eine tödliche Lüge hat viele Gesichter und so haben auch die Dämonen viele Gesichter, Geister von Verstorbenen, Engelwesen, aufgestiegene Meister oder eben auch Außerirdische und alle diese übernatürlichen Wesen haben komischerweise immer dieselbe Botschaft, nämlich eine antichristliche, antibiblische Botschaft, weswegen sogar Jesus zu einem Meister oder einem Außerirdischen gemacht wird, aber letztendlich wird die Wahrheit triumphieren, da wird kein Wesen von dieser oder von einem anderen Universum irgendwas dagegen ausrichten können. Wir sehen also, Dämonen verstellen sich, unter anderem Geister der Toten, Götter, wie wir gelesen haben sogar, Engel, Außerirdische und so weiter. Sie haben also eine eigene Persönlichkeit. Es wird auch deutlich in der Bibel, wir schauen uns dazu an, Lukas 11, Vers 24, wo es Jesus selbst offenbarte und in Offenbarung 16, Vers 14, wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, sagt Jesus, so durchzieht er wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln. Nun halten wir erstmal fest, also diese Dämonen, Aliens, Engel, wie auch immer, kommen nicht um Frieden zu bringen, sondern um die Menschen zum Kampf zu versammeln, damit die Menschen Kriege führen und sich gegenseitig töten. Das gefällt dem Teufel am besten. Und wir sehen außerdem, dass die Engel, dass die gefallenen Engel, die sonnreine Geist, die dämonische Erscheinung selbst sagt, ich will. Genau wie Lucifer, genau sagt auch der Dämon, was er möchte. Er möchte wieder die Menschen besetzen. Nun, wir schauen uns mal an, was außerdem über Jesus gesagt wird und über seine Wiederkunft in diesen satanisch-luziferischen Logen. Roger Monroe sagte in diesem Interview des Jahres 1982, diese Leute, die Luziferianer, glauben, dass Jesus nicht mit großer Macht und Herrlichkeit zurückkehren wird. Der Hohepriester sagte einmal, Christus wird auf alle seine Ansprüche auf dem Planeten, nämlich die Erde, verzichten, weil er weiß, dass es rechtsmäßig Satans Planet ist. Er, Satan, würde sein Volk aus den Gräbern auferstehen lassen. Und hier sehen wir also schon, was diese gefallenen Engel den Menschen im Auftrag des Teufels sozusagen weiß gemacht haben, nämlich dass Jesus nicht mit großer Macht und Herrlichkeit zurückkommen wird, mit anderen Worten. Sie widersprechen natürlich auch hier dem Wort Gottes der Bibel, denn wenn sie wirklich lehren würden, was die Bibel lehrt, müssten sie zum Folgenden kommen, zur folgenden Erkenntnis, denn in Offenbarung 20, Vers 10 heißt es über die Zukunft des Teufels. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist, der Antichrist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, das sagen die gefallenen Engel diesen Menschen, die sie heraufbeschwören oder channeln, natürlich nicht, denn der Satan selbst verstellt sich als ein Engel des Lichts, und so hat auch Satan für seine gefallenen Engel natürlich eine wahrscheinlich sehr glorreiche Prophezeiung, die angeblich auf sie wartet. Eine glorreiche Zukunft, aber am Ende des Tages, werden sie sehen, was sie davon haben, denn Jesus wird, im Gegensatz zum Teufel, anerkannt werden, wie im Himmel, so auch auf der Erde. In Philipper 2, Vers 9 heißt es, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm, nämlich Jesus, einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel, die Engel und so weiter, und auf Erden, die Menschen und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Sowohl im Himmel als auch auf Erden als auch unter der Erde, alle Zungen werden bekennen, alle Knie werden sich beugen, weil dieser Name des Herrn Jesus Christus über alle Namen ist.
und deswegen werden ihm auch alle Völker zu Diensten stehen, wenn Jesus sein Königreich auf Erden errichtet. Darum lasst euch nicht verführen, denn die Zeiten werden nicht rosig. Rosig werden sie erst, wenn unser König zurückkommt, und das wird bald der Fall sein, wenn die Wahrheit ans Tageslicht kommt, der König der Könige, der Sohn Gottes, der Messias und Retter der Welt, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch in seinem Namen.